Hallo und herzlich willkommen bei guildnews.de. Mein Name ist Eklis und ich stelle euch heute den Gegenstand Traumwandler-Dolch vor. Er kostet 600 Edelsteine und heißt im Englischen Dreamwalker-Dagger. Und von den Animationen her könnte man meinen, es wäre eine legendäre Waffe. Nein, ist es nicht, es ist ein Edelstein-Gegenstand. Schauen wir uns das mal kurz an. Und ja, es ist ein wenig komplizierter geworden, seitdem man hier nicht mehr im Inventar alles gelagert bekommt. Genau. So sieht dieser Gegenstand aus. Ich sagte doch, er sieht aus wie eine legendäre Waffe. Also ist zumindest mein Empfinden. Und so sehe er geführt aus. Und so verstaut. Warum? Und wie ihr seht, ist da ein wenig die Klinge abgestumpft. Warte mal, ich hoffe, ihr habt es kurz gesehen. Das ist wie ein Lichtschwert. Also die Klinge, boah, ich hoffe, ihr seht meine Maus gut. Da, wo die Hand gerade ist, hört die materielle Klinge auf. Und das alles andere ist dieses Plasma-Nebel-Traumwandler-Zeug. Genau. Rüsten wir ihn mal aus, damit ihr auch mal was davon habt. Ausrüsten. Danke. Ah, vielleicht sollte ich die neue Funktion nicht nutzen. So. Waffe wieder anzeigen. Dolch. Nein, die Bubbles sind nicht dabei. Und sowas sollte ich unterlassen. Aber so sieht der Dolch in Aktion aus. Was haltet ihr von diesem Gegenstand, beziehungsweise von Gegenständen generell, die etwas mehr aussehen wie eine legendäre Waffe, dafür allerdings im Edelsteinshop erhältlich sind? Nein, es ist tatsächlich keine. Ihr habt keine Fußsporn. Vergesst das. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, haut rein und einen schönen Abend noch.